Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapernaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das ist das Ziel der Gegenwart Jesu, den Menschen das Heil zu bringen, das sie brauchen, welches dann seine Vollendung findet in der himmlischen Herrlichkeit. Die Zerschlagenen, die Armen, die Gefangenen, die Blinden, es sind Bilder für menschliches Leid, für menschliche Situationen, die traurig sind, die belastet sind, in verschiedensten Formen. Viele können sich in den Worten wiederfinden. Aber es geht immer darum, dass der Herr ein Gnadenjahr ausruft. Dass jetzt die Zeit der Gnade ist. Und jedes Gebet, jeder Gottesdienstbesuch, alles hat zum Ziel, von dieser Quelle der Gnade zu trinken.
Jesus, dich suche ich und das, was du mir geben willst. Und das alles, das andere drumherum, bleibt drumherum. Und bei den Menschen dort war das dann anders. Das Drumherum wurde wichtiger. Sie haben diskutiert, wer ist er jetzt? Ist er der Sohn des Zimmermanns? Oder woher hat er das alles? Und das ist aber in den Ohren der Menschen interessant, die sich nicht für die Quelle interessieren. Und so ist das oft auch das Leben in den Pfarrgemeinden, in der Kirche, wo so vieles beredet wird und man sich über vieles Gedanken macht. Aber diese eine Quelle, die das Zentrum ist, die gerät sehr leicht in Vergessenheit. Und deshalb zieht sich der Herr auch zurück mit seiner Gnade. Jesus selbst sagt, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia und viele Aussätzige zur Zeit des Propheten Elisha, weil der Glaube gefehlt hat, weil die Menschen diese Quelle der Gnade nicht wirklich geschätzt haben. Sie haben nicht die Demut gehabt, die mahnenden Worte des gesandten Gottes anzunehmen, und die Aufregung darüber war ihnen wichtiger wie das, was Gott ihnen durch den Propheten schenken wollte. Und so gibt es auch viele Menschen, die aufgebracht darüber sind, weil sie durch die Botschaft der Kirche oder durch das Evangelium als Sünder bezeichnet werden. Und sie denken sich, Gott und die Kirche haben kein Verständnis für meine Lebensführung. Und die fahren über mich drüber und so weiter. Man wähnt sich als Opfer. Aber im Grunde genommen geht es hier um ganz was anderes. Diese Quelle der Gnade, die nur hier in der Heiligen Messe fließt, was ist es mir wert, davon zu trinken? Ist es mir so viel wert, dass ich bereit bin, mein ganzes Leben dafür auf den Kopf zu stellen? Oder verwerfe ich lieber das Gesamte, nur damit ich Recht haben kann? Wie auch immer. Entscheidend ist das Herz. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich gehe trotzdem zur Quelle, obwohl ich ganz anders lebe. Es wird dann die Gnade nicht beim Herzen wirklich ankommen. Und so wollen wir uns wirklich, wie wenn man von einer Quelle trinkt, muss man sich auch niederknien, um das Wasser zu erreichen. Uns demütigen, niederknien, um wirklich das reine Wasser, das Gott uns hier schenkt, in Empfang zu nehmen. Amen.